Hallo Leute, Silja und willkommen zurück zu unserer Galaxisbefriedung. Wir hatten jetzt den Orbit von Manan eingenommen und werden jetzt erstmal den Erdboden einnehmen. Vielleicht indem wir ihn gleich machen, man weiß es noch nicht. Wir hatten ein paar Jäger verloren, die werden wir ersetzen. Und mal gucken, ob es irgendwas zum Wegmachen gibt. So, was sagt das dann alles hier? So, meine einzige Frage ist, ist das ausreichend wenig, um die Executor alleine da reinspringen lassen zu können? Hier oben schon. Machen wir zuerst das. Ich will einfach nur Autoresolve machen. So. Weil hier bin ich mir nicht so ganz sicher, ob Autoresolve das Mittel der Wahl ist. Da holen wir die mal mit dazu. TIE Defender standing by. So. Perfekt. Dann werden wir das einnehmen hier. Iridonia hat da auch ganz schön... Ah ja, guck mal, das sollten wir mal machen. So, dann, was kommt hier jetzt? Ah ja, unser Held. Okay, ist nichts zum Neutralisieren da. Gut, dann fliegen wir mal. Wir fliegen schon mal dahin. Was war das, wer sich jetzt hier bereit gemeldet hat? Ach, hier wieder wahrscheinlich, ja? Ja, perfekt, dann kannst du mal gucken. Luke wegmachen. Ja. Sehr gut, dann haben wir einen Jedi weniger. Wir haben genug AT-AT und Infanterie. Wir haben hier ganz schön was zu tun unten. Construction complete. Invasion commencing. Gut. Greifen wir an. Boah. Okay, wir werden auf jeden Fall einen Haufen AT-AT brauchen. Wir nehmen einmal den mit. Und den gerne auch einmal. Irgendwas schießt auch hier. So, wir haben hier nichts zum Einnehmen groß. Dann vielleicht doch eine Artillerie mitnehmen. Von 8. Na gut, dann werden wir doch noch was einnehmen müssen. Da, super. Hauptsache, die Artillerie wählt auch immer die guten Ziele aus, so wie das hier. Ja, perfekt. Hätte ruhig doch mal hier reinhalten können, ne? Okay, das geht gut hier mit den beiden. Okay, ja. Okay, das heißt aber, da kommen gleich noch mehr Einheiten, ne? Ja, so ist es. Ja, mit der Artillerie ist natürlich super, ne? Was ist er hier? So, jetzt kommen auch noch Fahrzeuge. Nein. Okay, sie ziehen sich zurück. Ja, wir haben den gerade schon ganz schön zugesetzt, glaube ich. So, wir werden sowieso hier reinlaufen müssen, wa? Ne, das ist nur für Infanterie.
Ach ja. So kleine Ziele zu treffen ist schwierig, ist schon. Aber ist ja gut gemacht. Ist ein bisschen gebalanced, ne? Passt schon. Wir marschieren ja trotzdem durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, einmal die Luftabwehr bitte. Gespannt, wann die schießen. Wir marschieren hier einfach drunter weg, hä? Ist eh nur ein kleiner Schild hier. Na, das sieht das schon besser aus. Muss erst die Artillerie kommen. Aber immerhin. Und der auch wieder durch Artillerie. Sackforce-Soldier. Naja, mal gucken. Tada. So. Aber dafür haben wir ja die Artillerie auch. Der Speeder. Oh, der Speeder weg. Sehr gut. Wenn es so ist. Na, wie ist es mit dir hier? Kommt ihr zurecht? Ah, gerade so, hä? So. Die Karawane zieht weiter, der Sultan muss mit. Ach ja, schön. Ja, das geht so natürlich nicht, aber... Da sind wir schon durch Schild durch. Sehr schön. Ah, okay, Söldner. Wow, was kommt denn hier alles? So, das ist jetzt der ideale Moment, um damit Jägern drauf zu kloppen. Ach, da steht eine Flak. Nicht gut. So, jetzt haben wir natürlich nicht gesehen an der Kamera, was hier war. Was? Nein! Ah, ich hab richtig hingeguckt, siehst du. Ah ja, guck mal, da ist ein Schildgenerator. Was ist das da eigentlich? Jedi, ah, okay. Ja, da gehen wir dann rein. Und so wie das aussieht. Gehen wir hier nicht hoch mit unseren Läufern. Die Frage ist, wie viel Infanterie kommt dann da noch raus? Ja, weil das ist nämlich... Wir kommen ja nur mit Infanterie an den Schildgenerator.
Und deswegen machen wir das so nicht mit. Wir gehen jetzt hier einfach schnurstracks dran vorbei. Maschinen hier oben rein und werden alles von innen einfach zerschießen. So, nicht hier hinten auch Gebäude stehen. Naja, zumindest mal sowas, ne? Sehr gut. Tja, großer Bacta-Tank da oben, oder was? Ah, das war anscheinend eine Fabrik, genau, Abandoned Fabrik, daher kamen die Läufer, hä? So, mal gucken, ob die beiden da was machen können, sinnvollerweise. Sehr gut. So, das sieht gut aus. Das könnten die sogar schaffen, wenn die ein bisschen treffen würden. Ah, hier, Fahrzeug. Ja, man kann doch nicht rausschießen, okay. Na, dann kommt mal hier rein. So. Sofort zum Thema Schild. Sehr gut, sehr gut. Dann nehmen wir richtig. Achso, hier können wir wieder nicht lang. Oder? Ne, mit denen auch nicht. Ja, ist aber gar keine schlechte Idee, dass sie auch in die Richtung gucken. Ach, da steht noch so ein Turm. Targeting at maximum firepower. Enemies in range. Following your lead. Awaiting command. Sehr gut. Gut, die Gebäude müssten eigentlich egal sein, wenn die alle jetzt sterben, ne?
Und wieso können jetzt die Rebellen mit ihren Panzern hier lang? I copy. Yes, Commander. Da will einer den Schildgenerator zerstören, da kommen ja noch mehr Leute, Mensch. So, die letzten jetzt hoffentlich. Wo wollt ihr denn lang da oben? Könnt ihr nicht da lang gehen? Na los, zwei Leute da noch. Ja, die heilen ja auch noch. So, geht doch da. Geht doch. Ja, da musst du noch ein bisschen vorlaufen, ne? Alleine schießen geht nicht. Ah, Artillerie. Guck mal, wen wir da wieder haben. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. So, genau, du kommst noch mit hoch. Was will ich? Mal sehen, kriegen wir IT eingenommen? Na, das sind drei davon. Wir haben quasi nur vier AT-AT. Hm. So, wir holen mal gleich Artillerie nach. Constructing unit. Die können wir hier brauchen. Hier sind übrigens auch noch eine. Ja, dann haben wir jetzt mehr als genug Artillerie in dem Flottenverbund. TIE Squadron here. Moving out. TIE Defender standing by. Ja. Oh, was ist das hier? Artillery online. Century Tank Company, okay. Okay. Spannend. Das ist, weil ich die Fabrik noch nicht weiter aufgewertet habe, ne? Hier sind noch die einfacheren Einheiten tatsächlich. Okay. Construction complete. Tja, ich würde sagen, ich warte jetzt noch mal auf Jäger. Aber wir können hier nochmal ein Revolution Droid Tech, ja. Also ich hoffe, das liegt daran, dass die immer wieder kommt, dass wir diese ganzen Sachen einnehmen. Nur 4 AT-AT. Nur 3 Infanterie. Und das muss ich ja leider genauso sagen. Guck mal, wir haben hier im Übrigen mal sowas. Building started. Constructing unit. So, davon gehen zwei hier oben mit hin. Fallout. Und zwei hier unten mit hin. Let's move out. So, und dann haben wir hier, Gott sei Dank, auch noch genug Soldaten. Ich bin gerade gewundert. Weil sieht aus, als würden wir die auf Aitin brauchen. Was ist eigentlich auf Kamino los? Ja, wir lassen die einfach stehen. Wir haben ja genug Einheitenkapazität. Dann baut er die in den Orbit und dann ist gut. So, auf die habe ich gewartet. Und weil es so schön ist, Unit in production. War gleich noch mehr. AT-AT ready. Könnten wir übrigens auf Kuat auch tatsächlich mal auch mal was bauen, ne? So. Sternzerstörer haben wir nicht allzu viele. Wir haben viele Jäger. Tja, jetzt ist die Frage, reicht uns das an Sternzerstörern? Wird das eine Weile dauern, bis da noch einer fertig wird?
Können wir aber einen Zweier bauen? Wobei. Machen wir nicht. Unit in production. Ja, ist schwierige Sache gerade. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Wir sammeln die Jäger vielleicht auch noch ein. Ich habe echt Respekt davor, ne? Bodenangriffe werden ja jetzt wieder einfacher mit dem Imperator. Ach, guck mal, wer hier noch ist. So. Wir können ja mal gucken, was da so ist. Und in der nächsten Folge werden wir entsprechend dann angreifen. Ja, ist im Kern nicht viel zugekommen, ne? Die Schlachtdrachen, 4 Stück. So viele Jäger sind es gerade gar nicht. Das ist eigentlich ganz cool. Aber, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dann würde ich sagen, lasst euch gut gehen, haltet die Ohren steif. Tschüss.